Wenige Themen treiben vermögende Privatkunden in Deutschland aktuell so um wie die steuerlichen Belastungen, die diskutiert werden. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Update begrüßen. Eine Vermögensabgabe, vielleicht Vermögenssteuern, dazu Diskussionen rund um das Thema Verschärfung der Wegzugsbesteuerung. Wen trifft es und wenn ja, wie stark? Dazu fühlen sich viele Vermögende nach und nach auch etwas in Deutschland eingemauert. Und es ist dementsprechend nachvollziehbar, dass Anleger, Vermögende, Privatpersonen und Unternehmer nach Lösungen suchen. Und in vielen Fällen ist festzustellen, dass häufig einfache Lösungen, gegebenenfalls auch Abkürzungen auf komplexe Lösungen präsentiert werden und dementsprechend auch umgesetzt. Ich habe Ihnen das Ganze ja noch einmal dargestellt, um das Thema rechtliche respektive steuerliche Strukturierung in einen Gesamtkontext einzuordnen. Sie sehen, man beginnt typischerweise bei einem Verständnis für den Status quo, also die Finanzplanung, meines Erachtens unabdingbarer Schritt für das Verständnis der aktuellen Situation. Dazu gehört es natürlich auch, den Vermögensstatus sinnvoll festzuhalten. Das bedeutet eine Privatbilanz, aber auch schon mal im Vorgriff festzustellen, wem der Eheleute gehört, welches Vermögen, wer hat das am Ende bezahlt. Das ist auch gegebenenfalls wichtig, um Vermögensverschiebungen zwischen Eheleuten aufzudecken. Dann im nächsten Schritt die Liquiditätsplanung, sehr wichtig. Hier geht es darum, was könnte aus zivilrechtlichen Erwägungen entstehen, beispielsweise auch im Todesfall. Inwieweit müssen hier Testamente und Erbverträge auch entsprechend strukturiert werden. Sie sehen, die direkte Verknüpfung von steuerlichen und rechtlichen Aspekten mit der Liquidität essentiell. Danach das Thema Herleitung der Anlagestrategie. Welche Vermögensklassen will ich eigentlich in welcher Proportion haben? Es gibt emotionale Themen, die finanzielle Risikobereitschaft. Es gibt objektive Themen, die Risikotragfähigkeit. Es gibt gewisse Themen, die insbesondere bei Unternehmern oder hohen Immobilienvermögen schlagend werden können. Und dann sehen wir schon im aktuellen Umfeld, das sehen Sie hier entsprechend, die langfristigen Risiko- und Ertragserwartungen für die verschiedenen Vermögensklassen. Und ich glaube, bei Anleihen ist uns allen klar, wo wir stehen. Das Thema finanzielle Repression sehr deutlich. Hochzinsanleihen schlagen nicht einmal mehr die Inflation. Aber auch bei Aktien sehen wir natürlich sehr heterogene Entwicklungen zwischen den verschiedenen Regionen. Und dementsprechend wundert es nicht, dass wir sehr viele Reflexe haben, in illiquide Vermögensklassen zu investieren. Ich denke, Private Equity und Venture Capital sind hier an einem Hype. Die Experten und die Brancheninsider, die diskutieren das sehr streng. Auf der anderen Seite werden natürlich auch viele Gelder in diesen Markt hineingedrückt. Und da schwärmt einem natürlich auch nie etwas Gutes, wenn sich etwas derart im Mainstream vieler Anleger befindet. Also immer dann, wenn es für die Produktgeber ist, einfach Kapital einzusammeln, dann ist es meistens schwierig, das Kapital sinnvoll anzulegen. Und von daher auch das natürlich eine Problematik. Dann das Thema Risiko, auch das natürlich sehr wichtig im aktuellen Betrachtungszeitraum. Wir sind aktuell verwöhnt durch schnelle Erholungen. Die Kurseinbrüche wurden in den letzten Jahren immer schneller aufgeholt. Wenn Sie mal schauen, wie lange es gedauert hat nach dem Platzen der Tech-Bubble, bis die Aktienindizes wieder ihre alten Stände erreicht haben, dann war das viel länger als nach der Finanzkrise. Aber wenn Sie das vergleichen mit der Zeit, die man gebraucht hat, um die Verluste aus dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 aufzuholen, dann kann man wohl doch durchaus plausibel argumentieren, dass viele Anleger es sehr deutlich unterschätzen, wie lange Verluste brauchen können, um sich zu erholen. Und insgesamt natürlich in diesem Anlagenotstand, wo Anleger tendenziell vielleicht auch derart investieren, was oberhalb ihrer finanziellen Risikobereitschaft und auch oberhalb ihrer finanziellen Risikotragfähigkeit liegt. Da sollte man durchaus mal sagen, wie hätte sich mein jetziges Portfolio in historischen Krisen verhalten? Wie hätte sich vielleicht auch mein Portfolio in anderen Szenarien erhalten? Also geht es natürlich auch darum, etwas zu modellieren, weil auch der S&P 500 aus dem Jahr 2008, der ist nicht mehr der S&P 500 von heute. Die Technologietitel sind deutlich stärker gewichtet. Diesen werden eher defensive Charakterzüge beigemessen, trotz ihrer Bewertung. Also auch hier gilt es, Historie ist das eine, aber natürlich auch angepasstes Denken nach vorne ist das weitere. Wir sehen den nächsten Aspekt entsprechend auch, man muss das hier auch natürlich auch zusammenführen, Anlage- und Anlegerebene, die beste Anlagestrategie, objektiv umgesetzt, nutzt nichts, wenn der Anleger undiszipliniert ist. Deswegen haben ja auch viele Finanzdienstleister selbst,
wenn sie gut aufgestellt sind, selbst ja nochmal einen Berater, um Themen zu reflektieren. Genauso wie auch erfolgreiche Fitnesstrainer, die selbst Pläne schreiben, wiederum Trainer haben, die ihre eigenen Pläne schreiben, um entsprechend hier auch natürlich einen Blick von außen zu haben. Dann das Thema Investment Policy Statement, also die Zusammenführung dessen, wie die Anlagestrategie aufgesetzt werden soll. Und dann sehen Sie eben die Umsetzungsfragen und Themen, die heute die Medien zum Teil dominieren, aktiv versus passiv. Wenn Sie sich in der Honorarberatung befinden, ist das ohnehin ein sehr nachgelagertes Thema. Dann die Frage Risikomanagement versus taktische Eingriffe, insbesondere die Themen heutzutage Opportunitätskosten, wenn man eine entsprechende Cashquote hält, wie es damit umzugehen, wenn Gold im Portfolio enthalten ist. Das macht strategisch Sinn. Taktisch war es eine Belastung für die Portfolios. Die Indizes für Anleihen in Europa sind super gelaufen. Wenn Sie aber schlechte Schuldner ausgeschlossen haben, dann ist Ihre Rendite schwächer gewesen. Da haben Sie einen Teil der Rallye verpasst. Also auch das gilt es alles einzuordnen. Und was Sie hier dementsprechend sehen, macht, glaube ich, nochmal deutlich, warum es so wichtig ist, die Themen im Gesamten zu betrachten und nicht einfach zu sagen, okay, in Deutschland die Steuerbelastung, die steigt und jetzt gründen wir mal schnell eine Gesellschaft oder jetzt versuchen wir Gelder über eine Liechtensteiner Stiftung hier zu strukturieren, weil ich glaube, erfahrungsgemäß ist es das allen auch klar, das sind häufig Schnellschüsse und wenn Sie diese Themen nicht in den Gesamtzusammenhang einordnen, wie er exemplarisch auch hier jetzt von mir geschildert ist, dann ist das natürlich einfach mit Risiken verbunden und viele Strukturierungsthemen, sei es, dass sie Gelder auf die Kinder verschenken, sei es, dass sie andere steuerliche Themen vielleicht auch aufdecken, die ihnen noch gar nicht bewusst sind, gerade bei Eheleuten ein großes Thema. Also häufig ist es so, dass natürlich auch alles seinen Preis hat, nichts ist umsonst und von daher sollte man die Themen rund um die Bundestagswahl, um die steuerlichen Verschärfungen, die natürlich offenkundig drohen, die sollte man nicht zu Schnellschüssen nutzen, sondern sich aktuell mit der Situation beschäftigen. Es geht um die finanzielle Situation, es geht dann um die rechtliche Einordnung und die steuerliche Würdigung. Das alles gilt es zusammen zu betrachten und sofern die Betrachtung hier nicht interdisziplinär erfolgt, dann müssen wir uns, glaube ich, damit auch beschäftigen, dass am Ende des Tages dann das Ergebnis natürlich so sein wird, dass man eine vereinfachte Lösung auf eine komplexe Fragestellung gefunden hat und dass das am Ende des Tages dann wahrscheinlich nicht die beste aller Lösungen sein wird. Also, es bleibt viel zu tun im aktuellen Anlagenotstand und im Angesicht der natürlich auch veränderten politischen Lage. Aber wie gesagt, die Professionalität sollte hier nicht auf der Strecke bleiben, trotz aller Emotionen, die uns natürlich seit Corona im Besonderen begleitet. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.